Ich dachte nicht, dass ich sowas einmal sagen würde, aber die heutige Grafikkarte kann als gut und schlecht zugleich bezeichnet werden. Was genau es damit auf sich hat, werdet ihr in diesem Video erfahren. Jedenfalls geht es um die von AMD im Dezember 2019 veröffentlichte Radeon RX 5500 XT. Um genau zu sein, habe ich mir für den heutigen Test die Challenger D4G OC-Variante von Asrock geholt, da sie derzeit zu einer der günstigsten zählt. Und wie man der Modellbezeichnung vielleicht schon entnehmen kann, handelt es sich bei meinem Modell um die 4 GB-Version der 5500 XT. Denn ja, wenn man noch ein paar Euronen drauflegt, kann tatsächlich schnell mal auch die Rede von satten 8 GB VRAM sein. Im heutigen Falle habe ich mich aber ganz bewusst dagegen entschieden, weil ich hier einen sehr spannenden Vergleich zwischen AMD und Nvidia sehe. Die ASRock-Karte mit 4 GB kostet momentan vielleicht um die 180 bis 190 Euro, je nachdem bei welchem Händler man einkauft. Nvidia aber hat ebenfalls eine interessante Grafikkarte im einigermaßen vergleichbaren Preisniveau auf den Markt gehauen, nämlich die GTX 1650 Super, wozu ich kürzlich sogar erst ein Video gebracht habe. Die 1650 Super gibt's ausschließlich mit 4 GB VRAM, deswegen also habe ich mich nun auch im Falle der RX 5500 XT für 4 GB entschieden. Und die Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind teilweise beachtlich, manchmal aber auch leicht schockierend. Wie schon so oft möchte ich erneut kurz ein Dankeschön an den Georgios vom PC-Hardware-Shop namens Equipper aussprechen. Ist jetzt wie immer kein Sponsoring oder ähnliches, einfach nur ein Danke für die schnelle Lieferung und für den kleinen Nachlass, den ich bekommen habe. So, der Aufbau dieser Grafikkarte vom Boardpartner ASRock, ja, seit letztem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, verkauft nun auch ASRock AMD-Grafikkarten und zählt oftmals sogar zu den eher günstigeren Lösungen, außer man holt sich die Premium-Modelle im Mittelklasse- oder High-End-Segment. Aber ich schweife hier schon wieder ab. Jedenfalls sieht das Design hier schon mal interessant aus. Das trifft es wohl am besten. Für meinen Geschmack jetzt nicht schlecht. Doch relativ einfach gehalten, mit einem Hauch von 2014. Dafür sorgen wohl oder übel die gelb-weißen Farbakzente, die sich im Jahr 2020 eher schwer mit anderen Komponenten im PC kombinieren lassen. Außerdem handelt es sich wieder um die Art Karte, die künstlich verlängert wurde, um bessere Kühlleistung zu erzielen, denn wie ihr seht, ist das PCB kürzer als die eigentliche Karte. Optisch ist das natürlich nicht so der Burner, aber wer eine Grafikkarte im Preisbereich unter 200 Euro kauft, sollte jetzt hoffentlich nicht allzu hohe Ansprüche haben, was reine Optik angeht. Die Funktion ist hier zumindest gegeben, worauf es ja im Endeffekt hauptsächlich ankommt. Davon abgesehen hat ASRock ihrer 5500 XT doch noch eine ziemlich schicke Metall-Backplate verpasst. Schon ein netter Touch. Um die Grafikkarte mit Saft zu versorgen, ist ein 8-poliger PCI-Express Stromanschluss erforderlich. Was Videoausgänge betrifft, bekommen wir hier die großen Waffen in Form von 3x DisplayPort und 1x HDMI, wie das selbst auf den RX 5700 XT-Karten so der Fall ist. Da sind wir auch schon beim Thema. Anders als vieles sich mittlerweile insgeheim schon wünschen, dreht es sich leider noch immer um die erste Navi-Grafikkartengeneration von AMD, also RDNA und nicht RDNA 2. Was mir übrigens besonders gut an der heutigen Ausführung von ASRock gefällt, ist, dass hier die Rede von semi-passiver Kühlung ist. Ihr wisst ja, dass ich eine solche bei Grafikkarten immer sehr begrüße. Wieso ich darauf stehe? Naja, erstens geräuscharmer Betrieb im Leerlauf, zweitens keine unnötige Staubansammlung und drittens daher auch eine längere Lebensdauer der Lüfter. Außerdem finde ich, dass es die richtige Entscheidung von ASRock war, auf zwei größere Lüfter zu setzen. Diese sind effektiv und werden selbst bei Vollauslastung der Karte nur hörbar, aber nicht mehr. Also unterm Strich ein leiser Betrieb. Für die Spec-Gegenüberstellung habe ich für euch auch die Konkurrenzkarte GTX 1650 Super von Nvidia dazugepackt. Zumindest finde ich, dass es sich dabei um die Konkurrenzkarte handelt. Das kann jeder ein wenig anders sehen. Beide verfügen jedenfalls über 4 GB GDDR6 Videospeicher, auf dem Papier dieselbe 128-Bit Speicheranbindung und ansonsten ähnliche, aber doch leicht verschiedene technische Daten. Sowieso kann man Shaderheiten, Taktraten usw. nicht 1:1 zwischen AMD und Nvidia vergleichen. Da ich natürlich das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen will, werfen wir doch einmal einen Blick auf die Testergebnisse. Getestet wird selbstverständlich auf Full HD 1080p und WQHD 1440p. Das ist dabei rausgekommen.
Uiuiui, das war ja schon mal eine kleine Achterbahn an Ergebnissen. Einmal glänzt AMD mit ihrer 5500 XT, dann aber fällt sie wieder tief in ein Loch im Vergleich zum Konkurrenten Nvidia mit dessen GTX 1650 Super. Auf jeden Fall seht ihr nun, was ich anfangs gemeint habe, mehr oder weniger kann man tatsächlich behaupten, die zwei Grafikkarten spielen im selben Leistungsniveau und sind dementsprechend gut für einen Vergleich geeignet. Grundsätzlich bringen beide auf eine Bildschirmauflösung von Full HD 1080p bei maximalen Grafiksettings in-game ca. 50 bis 60 FPS im Durchschnitt, was natürlich ganz offensichtlich nicht für jeden Spieletitel gilt. Bei manchen Games bleibt nichts anderes übrig, als dass man von seinem hohen Ross absteigt und die Settings doch ein wenig in südlicher Richtung anpasst. Nichtsdestotrotz für Grafikkarten, die weniger als 200 Euro kosten, keine schlechte Leistung. Doch wie ich schon im Test zur GTX 1650 Super gesagt habe, ist die Leistung mit großer Vorsicht zu genießen. Die 4 GB sind für heutzutage Verhältnisse ganz schön knapp bemessen. Klar, der Großteil von Spielen läuft damit noch vollkommen problemfrei, doch das heißt nicht, dass es nicht jetzt schon gewisse Games gibt, die mit 4 GB auf gescheiten Grafiksettings in Schwitzen geraten. In meinem Testparcours hatte ich kein solche Spiele, doch ich bin mir ganz sicher, dass es speicherhungrige Spiele da draußen gibt. Wie ich es auch mit der GTX 1650 Super gemacht habe, wollte ich mir die Belegung des Videospeichers im grafisch wunderschönen Red Dead Redemption 2 anzeigen lassen. Zum Zeitpunkt meines Tests hat mir der MSI Afterburner diese Funktion aber leider verweigert. Macht aber nichts, da ich von den Tests mit der Nvidia-Karte bereits weiß, dass Red Dead ca. 3,5 bis 3,8 GB auf Full HD auf maximalen Grafiksettings belegt. Das ist natürlich ganz schön knapp und so sollte jedem schnell bewusst werden, dass so eine Einsteigerkarte jetzt nichts Langfristiges ist, womit man die nächsten 2 bis 5 Jahre auskommt. Da kann man sich tatsächlich die ernste Frage stellen, lohnt sich das denn? Vielleicht wäre es ja klüger, gleich von Anfang an etwas mehr auszugeben. Und das bezieht sich jetzt nicht allein nur auf den begrenzenden VRAM. Die Leistung allein kratzt mit 50 bis 60 FPS durchschnittlich auch schon sehr am Limit. Zukünftig kann es ja nur steil bergab gehen. Aber gut, man muss es auch von einer anderen Warte aus betrachten. Nicht jeder hat den Luxus, sich eine geile Mittelklasse- oder gar High-End-Grafikkarte zuzulegen. Manchmal bestimmt eben das Budget. Ich denke, wir alle wissen, wie das ist. Und jeder hatte sicherlich solche Momente. Schade finde ich nur, dass die RX 5500 XT teilweise in gewissen Spielen im Gegensatz zur 1650 Super von Nvidia stark abfällt. Dabei kann die Karte des roten Teams in anderen wiederum große Siege mit nach Hause nehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist Red Dead Redemption 2. Für WQHD 1440p sind solche günstigen GPUs natürlich sowieso nichts. Außer man hätte nichts dagegen, die Grafikdetails runterzuschrauben. Dann darf auch hier mit guten Bildraten gezockt werden. Vielleicht aber könnte sich der Aufpreis von ca. 20 bis 40 Euro auf die 8 GB Variante für manche Spieletitel doch lohnen. Allerdings habe ich starke Zweifel, dass sich da also groß was an den Bildraten zum Positiven ändert. Über die Temperaturen und den Stromverbrauch brauche ich nicht viel sagen, alles im grünen Bereich, wobei die 5500 XT unter Last definitiv etwas mehr Strom zieht als eine 1650 Super. Gedanken darüber machen bräuchte man sich meiner Meinung nach aber keine. Für den schmaleren Geldbeutel kann ich also die heutige ASRock RX 5500 XT Challenger D4GOC weiterempfehlen. Obwohl nicht alles top ist, darf sich die Karte dennoch mit meiner Goldauszeichnung schmücken lassen. Und an euch ein Dankeschön fürs Zuschauen.